Auch wir aus Rheinland-Pfalz hätten heute gerne den Einzug mit dem Bundesvorstand gefeiert. Leider ist es nicht dazu gekommen. Auch in Rheinland-Pfalz hat das Thema Atom sicherlich den Wahlkampf überlagert und unsere Themen in den Hintergrund gestellt. In Rheinland-Pfalz selbst war dass der Wechsel gar nicht so gewollt wie vielleicht in Baden-Württemberg. Man wollte Kurt Beck sicherlich nicht mehr mit einer absoluten Mehrheit ausstatten. Und nachdem die Öffentlichkeit immer fälschlicherweise informiert wurde, die Linke wolle keine Verantwortung übernehmen, ist der Wähler dann zu den Grünen gegangen, um so tatsächlich Kurt Beck im Amt zu halten und dennoch ohne absolute Mehrheit hinzustellen. Wir als Linke haben unsere Themen frühzeitig bekannt gegeben. Das war das Schulthema Gemeinschaftsschule. Wir waren gegen den Hochmoselübergang und auch gegen die Rheinquerung. Und siehe da, die anderen Parteien haben genau diese Thematik aufgenommen und haben sie als eigene Themen verkauft. Leider hat es nun mal nicht geklappt, aber in Rheinland-Pfalz mit 1.800 Mitgliedern sind wir gut aufgestellt. Wir werden über unsere kommunalen Mandatsträger auch in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Und gestern Abend bei der Wahlparty konnte man erleben, wie die Mitglieder gesagt haben, jetzt erst recht. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg gut für die Linke arbeiten können und in Zukunft eine noch stärkere Truppe bekommen. Herzlichen Dank.